Ja, ich bin wieder da, wieder einmal Montag und ein ganz wichtiges Thema, über das ich heute sprechen werde. Auf meinem letzten Vlog bin ich gefragt worden, was muss jemand mitbringen, der in meinem Team arbeiten kann? Was muss jemand mitbringen, der von mir oder meiner Mannschaft ausgebildet wird als Unternehmer, als erfolgreicher Vermögensberater? Und da ist es so, du musst mitbringen einen guten Charakter. Ja, das ist uns ganz, ganz wichtig an der Stelle. Wir gucken uns immer sehr genau an, derjenige, diejenige, die sich bei uns bewirbt. Und ich habe pro Woche zwischen 8 und 12 Bewerbern an den unterschiedlichen Standorten in Braunschweig, in Hannover und in Köln. Und die Frage ist immer, passt der oder diejenige zu uns im Unternehmen? Wir stellen also nicht ein nach der Alter beispielsweise. Mein jüngster Geschäftspartner ist 18 Jahre alt, der älteste ist im Nebenberuf, ist deutlich über 70 Jahre alt. Das heißt, an der Stelle spielt es überhaupt keine Rolle. Ob derjenige ein Mann ist oder ob es eine Frau ist, spielt keine Rolle. Wir haben mehr Frauen bei uns im Team, aber auch Männer sind herzlich willkommen. Aus welchem Land der kommt, welche Sprache der als seine Muttersprache oder die als ihre Muttersprache spricht, ist völlig egal. Also auch das Thema Herkunft spielt für uns keine Rolle. Wir haben insgesamt 11 Sprachen und wir schätzen es sehr, wenn du neben Deutsch noch weitere Sprachen gut sprichst. Wir freuen uns darüber. Selbst das Thema Qualifikation spielt keine übergeordnete Rolle. Wir haben sehr gute Qualifikationen. Ich hatte das in dem letzten Vlog gesagt. Wir haben überwiegend Betriebswirte, Juristen und Vorberufe im kaufmännischen Bereich, überwiegend Bankkaufleute, bevor die oder derjenige dann Vermögensberater geworden ist. Aber selbst dann, wenn du heute direkt aus dem Abitur kommst, wenn du noch keine Ausbildung hast, komm zu uns und wir können dich ausbilden. Wir können dir all die Dinge beibringen, die du brauchst, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein. Das heißt, auch da kommt es nicht vor allen Dingen auf die Qualifikation an, sondern es kommt, wie am Anfang schon gesagt, auf deinen Charakter. Ich habe immer mal wieder den einen oder anderen am Tisch sitzen, der sagt, ja, gib mir eine Anzahl von Kunden, erklär mir kurz, wie eure Produkte sind und ich kann alles verkaufen. Die wollen wir nicht. Diejenigen, die sagen, es ist mir egal, wer mein Kunde ist, es ist mir egal, wie gut das Produkt ist, denjenigen, der ist für unser Geschäft nicht gut geeignet. Derjenige, der ein großes Interesse daran hat, wer sein Kunde ist, der zu dem Kunden eine ehrliche und dauerhafte Beziehung aufbaut und dem Kunden auf Dauer und nachhaltig unterstützt, seine finanziellen Ziele zu erreichen, der ist der richtige für uns. Derjenige, der kein Interesse an den Produkten hat, auch derjenige passt nicht gut zu uns. Aber derjenige oder diejenige, die Lust haben, dem Kunden echten Mehrwert aufzuzeigen, weil er oder sie aus der Vielzahl, wir haben über 3000 Produkte und Produktkombinationen, die Produkte so zusammenstellt, dass sie dem Ziel des Kunden am nächsten kommen und ihm am besten helfen, seine finanziellen Ziele zu erreichen. Derjenige ist gut bei uns aufgestellt. Und wenn ich gefragt werde, wie gewinne ich denn meine ersten Kunden, dann sage ich ganz häufig, meine erste Kundin war meine Schwester. Und im Übrigen habe ich alles dafür gemacht, dass meine Schwester all ihre finanziellen Ziele erreicht. Und nicht nur bei meiner Schwester, auch bei all den anderen Kunden, die dann gefolgt sind und die mir weiterempfohlen wurden. Das heißt, heute, wenn ein Kunde mich weiterempfiehlt, dann ist es für mich selbstverständlich und eine persönlich tiefgehende Verpflichtung, mein Bestes zu geben, genauso wie bei meiner Schwester. Und genauso möchte ich das auch bei jedem anderen, der in meinem Team arbeitet. Und deswegen unterscheide ich auch nicht zwischen Kunden aus dem persönlichen Empfehlungskreis und Kunden, die wir sonst kennenlernen, sondern meine Erwartung ist, dass wir für jeden das bestmögliche Ergebnis machen. Und damit ich hier nur diejenigen in meinem Team bekomme, die auch einen guten Leumund haben, die auch
in ihrem Umfeld gezeigt haben, dass sie vertrauenswürdig sind und auf die man sich nachhaltig verlassen kann. Deswegen mache ich mit jedem meiner neuen Geschäftspartner sogenannte Referenzgespräche. Das heißt, ich treffe die drei wichtigsten Menschen im Leben meines neuen Geschäftspartners. Das sind manchmal die Eltern bei sehr jungen, das sind aber auch manchmal Geschwister, das sind manchmal die besten Freunde oder der Lebenspartner oder Ehepartner. Und wenn der oder diejenige mir dann sagt, ja, wir haben großes Vertrauen in meinen Bruder, in meinen besten Freund und meinen Ehemann oder in meinen Sohn oder meine Tochter, dann ist es für mich ein gutes Zeichen, dass ich für diejenigen auch Zeit und Kraft investiere, um die weiterzuentwickeln. Wenn aber jemand sein privates, persönliches Umfeld versteckt und sagt, nein, die können wir nicht treffen, die werden mit uns nicht sprechen wollen, dann habe ich dabei kein ganz gutes Gefühl und dann bin ich mir gar nicht sicher, ob es Sinn macht, hier in den oder diejenigen zu investieren. Wenn du also auch ein nachhaltig, langfristig gutes und mit einer starken Beziehung aufgebaute Beziehung zu deinen Kunden aufbauen willst, dann bist du herzlich willkommen. Wenn du ein vertrauensvoller Mensch bist, mit gutem Charakter, dann bewirb dich bei uns, weil genau dich brauchen wir in unserem Business, weil unser Business ist ein Vertrauensbusiness. Ich freue mich drauf. Danke.